So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Lucky in Stone. Ich bin euer Bombay und wir pimpen heute mal wieder die MT-09 ein Stückchen weiter. Heute gibt es die nächste Tuning-Maßnahme und die heißt Blinker. Das Ganze wird ein Zweiteiler sein, weil ich werde hinten und vorne die Blinker in einem separaten Video machen. Vorne wird auf jeden Fall richtig viel Aufwand, weil ich ja die Standlichter zu Blinker machen möchte. Und hinten tauschen wir einfach nur die Blinker aus. Und das machen wir heute. Ich habe die Blinker bestellt, die sind von der Marke Punta, die mir gar nichts sagt, keine Ahnung, habe ich bestellt bei techbike.de und die kosten ungefähr 40 Euro. Und vor allen Dingen mussten die auch zum Stil der MT-09 passen. Das sind jetzt LED-Blinker. Die MT-09 hat serienmäßig ganz normale Glühlampen als Blinker und das heißt, wir müssen was ganz Wichtiges vorher austauschen. Moment. Und zwar das hier. Dieser kleine weiße Kasten ist im Prinzip nur die Verpackung von dem eigentlichen wichtigen Teil, worum es geht, nämlich innen drin. Und zwar das Blinker-LED. Und wir brauchen jetzt, weil wir eben von den ganz normalen Glühlampen auf LED-Technik umsteigen, brauchen wir ein lastunabhängiges Blinker-Relais. Und das werden wir jetzt als erstes tauschen, bevor wir irgendwas anderes machen. So, und um das Blinker-Relais zu tauschen, gibt es hier unter der Sitzbank, sollte euch aber dann bekannt sein, falls in der MT-09 fährt, einmal das Schloss, womit man die Sitzbank abmachen kann. Zack, da haben wir sie auch schon ab. Schlüssel können wir mal kurz stecken lassen. Sitzbank weg. So, jetzt haben wir hier zwar ein bisschen schlechte Lichtverhältnisse, aber das hier ist das Blinker-Relais bei der MT-09. Ist hier so ein bisschen eingeklipst, zwei Kabel gehen dran, einmal braun und einmal rot-blau. Das können wir jetzt einfach abziehen. Zack, haben wir das ab. Das neue auspacken. Das sieht so aus. Und das neue einfach dran machen. Und das Gute daran ist, Leute, ich fahre jetzt erstmal für ein paar Tage hinten die LED-Blinker, die neuen, die wir gleich einbauen, und vorne noch die serienmäßigen Glühlämpchen-Blinker. Das Gute ist, das Relais kann eben beide vernünftig versorgen. Also die Blinker blinken dann auch weiterhin völlig synchron. Das ist das Gute daran. So, dann verstecken wir das Ganze jetzt mal wieder hier drin. So, fertig. Das war schon mal der Relaiswechsel. Originale tun wir hier rein. Und dann sind wir damit eigentlich schon fertig. So Leute, die Sitzbank lassen wir kurz ab. Wir müssen da bestimmt gleich nochmal dran, um irgendwie die Kabel so ein bisschen zu verteilen. Also, dass wir die da reinziehen, so ein bisschen von der Länge her. Aber erstmal machen wir jetzt die alten ab, die originalen. Zack. So, jetzt müssen wir mal kurz hingehen, Leute. Und das ist jetzt nur bei meinem Kennzeichenhalter der Fall. Ich habe ja den Original Yamaha Kennzeichenhalter. Und wir müssen hier einmal die Blinkerhalter quasi tauschen. Ja, und das würde ich sagen, machen wir jetzt erst. Eigentlich sollte der so abfallen. Ah, okay. Ja, Leute, jetzt kommt der neue Blinkerhalter hier einfach rein. So, also die Schrauben wieder rein. Festziehen. Zack. So einfach geht's. So, der andere Blinkerhalter ist dran. Und da passt jetzt eben auch der Blinker vernünftig dran. Ich würde sagen, wir machen eigentlich sofort den Blinker dran. Und die Verkabelung machen wir dann hinterher oder vorher. Keine Ahnung, ist glaube ich total egal. So Leute, jetzt kann man auch glaube ich schon ganz gut den Unterschied sehen. Also sieht so eigentlich viel, viel sportlicher aus. Die sind erstmal viel kleiner, dann LED-Technik. Die sind getönt. Ja, finde ich auch sehr gut. Trotzdem mit E-Prüfzeichen natürlich. Also ich glaube, ich habe schon die richtige Wahl drauf. So, jetzt Verkabelung. Ich würde ja eigentlich gerne löten, weil das am wenigsten Platz wegnimmt. Ich hole mal eben meine ganzen Kabelverbinder. Ah, so. Hier wird auf jeden Fall irgendwas dabei sein, womit wir die Kabel zusammenkriegen. So, also mein Plan ist das, mit so einem Kabelverbinder die beiden Kabel zusammenzumachen. Und dann hinten, die passen gar nicht da rein, sehe ich gerade, glaube ich. So Leute, kurze Planänderung, wir nehmen diese Kabelverbinder. Die kann man eben so zusammenstecken und die kommen da an der Kabelende. Aber wofür erzähle ich das eigentlich? Also, ihr seht das gleich. So, das heißt, wir machen hier sehr, sehr kurz. So echt riskant, weil wenn ich jetzt Scheiße baue, dann habe ich ein Problem. Ja, geht aber. Wir schneiden das jetzt einfach mal hier ab. Abisolieren. Einmal. Zweimal. So, da machen wir jetzt erstmal die Kabelverbinder dran. So, einmal. So. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite genau das gleiche machen mit den entsprechenden Gegenstücken. Abisolieren. So, dann die Gegenstücke da drauf. Zack. Jetzt schließen wir die mal an und machen einen kleinen Test. Nein, ich habe das Kabel abgerissen von dem einen. Scheiße, und das ist so kurz. Ey, deswegen löte ich lieber. Mann, ey, das ist so scheiße mit so dünnen Kabeln. Oh. Ja, weißt du was? Ich löte die jetzt echt. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß.
Oh Gott, das wird jetzt geil. Das wird jetzt richtig, richtig geil. So, der gute Gaslötkolben von meinem Vater. Den muss ich jetzt mal wieder herhalten und die Sache in Ordnung bringen. So, damit sind die gelben schon mal zusammen. Dann machen wir das schwarze jetzt wieder dran. Das schwarze ist noch ein ganzes Stück kürzer. Also das ist echt purer Nervenkitzel gerade für mich. Jetzt weiß ich auch, wofür diese komischen Dinger hier sind, damit man sich hier aufschützen kann, wenn man hier arbeitet. Nice. Nice mitgedacht, ja mal. So, Kolben starten. Krass. So, zack, haben wir hier die Kabel wieder verlängert, Leute. Fehler wieder gut gemacht. Jetzt werde ich die erstmal abisolieren. So, damit haben wir das jetzt wieder repariert. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Kabel, womit wir hier arbeiten können. Ja, Leute, aber die werde ich jetzt auch hier an die Kabel dran löten. Ich habe keinen Bock mehr auf die scheiß Kabelverbinder. Also löten wir die jetzt da einfach mit dran. So, das heißt, wir müssen die wieder abisolieren. Die Kabel, die vom Motorrad kommen. Zack. Schneiden wir die hier so ab. Immer wenn ich von da aus der Tür komme, kriege ich schon einen Halbharten, weil die Blinker einfach tausendmal geiler aussehen als die Serienblinker. So, jetzt dürfen wir die Wissenschaft Schrumpfschlauch begutachten. Zack, macht man den einmal warm. Dann ist der Fusch versteckt und der Kabel ist von außen schwarz. So, erstmal löten wir jetzt hier die beiden Kabel zusammen, nicht? So, jetzt verlöten wir erstmal das erste, glaube ich. Lötkolben. Nummer 1 fertig, jetzt der zweite. Zweite ist dran. Wir machen mal eben einen ganz kurzen Funktionstest. Ich darf jetzt sicher an die Kabel kommen, weil die sind noch nicht isoliert. Wir versuchen mal eben zu blinken. Funktioniert. Guck mal, ich kann ja doch was. Das sieht halt auch viel sportlicher aus. Ne? Wir machen mal jetzt den 1:1 Vergleich mit Warnblinkanlage. Ich stelle euch mal eben anders hin. So Leute, sieht auf jeden Fall viel sportlicher aus. Funktioniert. Blinkt gleichmäßig. Nicht irgendwie zu schnell oder so. Ich bin zufrieden. So Leute, jetzt müssen wir die Kabel erstmal abisolieren, damit die sich nicht Corona oder so beim anderen Kabel holen. So, und die Nummer 2. So Leute, ihr seht jetzt hier die beiden einzelnen Kabel. Wie gesagt, die habe ich jetzt einzeln schon mal abisoliert, da isoliert, wo ich gelötet habe. Da schieben wir jetzt von hier aus den Schrumpfschlauch drüber. Dann sieht das von außen vernünftig aus. Also schwarz und schlicht und wie original vor allen Dingen. Und von innen, ja, ist scheißegal, weil funktioniert. So, Schrumpfschlauch. Zack. Jetzt habe ich hier noch einen zweiten extra dran gemacht, den werden wir jetzt überlappen, damit das Ganze auch ordentlich dicht ist und da kein Wasser dran kommt. So, zack. Und auch den werden wir jetzt schrumpfen. So, so sieht das Ganze dann aus. Das Kabel lasse ich jetzt natürlich nicht so hier hängen, das will ich hinterher so irgendwie so ein bisschen dran machen. Das ziehen wir jetzt gleich von oben unterm Sitz noch ein bisschen nach oben durch, dann sitzt das strammer und sitzt auch hier fest. Ich werde hier noch einen Kabelbinder drum machen, dann sieht das aus wie original. So Leute, und die andere Seite ist genau derselbe Bums und ich würde sagen, das mache ich jetzt mal ohne euch, weil ihr braucht euch leider nicht doppelt anzusehen und dann sehen wir uns gleich in ein paar Minuten wieder. Bis gleich. 12 Uhr mitternachts. So Leute, da bin ich wieder am Start. Andere Seite ist jetzt auch fertig. Ich habe jetzt auch schon überall ordentlich Isolierband rumgefüllt, damit das auch vernünftig dicht ist und damit das auch von außen auch vernünftig aussieht und eben auch die Kabel widerstandslos liegen und nicht irgendwie auf Zug oder groß Druck stehen. Wir machen jetzt mal einen Funktionstest. Ich hoffe, alles funktioniert, weil ich habe alles schon zugemacht. Und mal schauen, Warnblinkanlage. Geht da? Ja, gehen beide. Sieht doch gut aus, glaube ich. Ich gehe mal eben ein bisschen auf Abstand. Ja, sieht halt viel geiler aus als vorher, ne? Ich mach mal eben Licht aus, um zu sehen, wie hell die sind. Okay, also sind auf jeden Fall auch richtig schön hell. Ja, also ich finde sie geil. Ja Leute, jetzt mache ich gleich wieder die Sitzbank dran, Kennzeichen dran, dann ist das Ganze fertig. Hat jetzt gedauert, vielleicht eine Stunde oder so, weil man muss halt echt die Kabel kürzen und dann wieder abisolieren und wieder zusammenlöten. Ich habe sie jetzt gelötet, ich habe die Schnauze voll von irgendwelchen Kabelverbindern. Bei mir ging das jetzt, wie gesagt, ungefähr Stunde Arbeitsaufwand, aber man braucht natürlich auch gewisse handwerkliche
Fähigkeiten, die ich nicht habe. Und wenn ich die nicht habe, schafft ihr das dreimal. So Leute, ich werde euch natürlich auch in der Beschreibung das LED-Blinker-Relais packen, damit ihr für eure MT-09 oder wahrscheinlich eure MT-07, das wird vermutlich genau das gleiche sein, da auch ein passendes Blinker-Relais umhabt, falls ihr den Umbau auf LED-Blinker vorhabt, braucht ihr nämlich so ein leistungsunabhängiges Blinker-Relais. Ja Leute, dann haben wir den ersten Teil vom Blinker-Umbau jetzt schon mal abgeschlossen. In den nächsten Teil werden wir hingehen und die Standlichter von der MT-09, die meiner Meinung nach ja total überflüssig sind, weil wenn man fährt, hat man sowieso immer Ablendlicht an, zu Blinkern umfunktionieren. Das heißt, wir machen die hier an der Seite ab, legen die Kabel nach vorne in die Lichtmaske rein und daraus werden dann hinterher die Blinker. Ich habe gelbe Türungsfolie gekauft, dass wir die auch gelb machen können. Das sehen wir im zweiten Teil. Das wird definitiv ein bisschen aufwendiger als jetzt die hinteren. Ich bin damit wieder raus. Mir gefallen die Blinker, Leute. Wie gesagt, die Links sind alle in der Beschreibung. Ich bin wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.